Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute Planetside 2 am Start. Ich habe das Spiel jetzt seit 2 Monaten circa gespielt und jetzt kann ich schon ein kleines Tipp- und Tricks-Video rausbringen. Für Anfänger, erfahrene Spieler vielleicht auch. Mal schauen. Und ich würde sagen, let's go. So, kommen wir zum Tipp Nummer 1. Und zwar, wir erstellen den Charakter. Eigentlich sollte jeder in der Lage sein, einen Charakter zu erstellen. Und ja, wichtig ist dann nur später, dass ihr euch eine gute Fraktion auswählt, denn alle Fraktionen haben halt Unterschiede. Und da solltet ihr euch auf jeden Fall alles genau durchlesen. Zur Not könnt ihr einen neuen Charakter erstellen oder auch einen Charakter löschen. So, kommen wir zum Tipp Nummer 2. Und ihr solltet euch nach der Charaktererstellung und der Fraktionsauswahl, solltet ihr euch auf jeden Fall den Server aussuchen, der am niedrigsten Ping hat, denn das kann schon ziemlich nervig sein, wenn ihr schießt und die Kugel kommt nicht an. So, kommen wir zum Tipp Nummer 3, und zwar welche Klasse wir spielen sollten und wo wir überhaupt spawnen. In den meisten Fällen spawnt ihr einfach irgendwo auf der Map und wisst nicht, wo vorne und hinten ist. Somit klickt einfach mal auf M, also geht auf M mit der M-Taste und zoomt halt raus oder rein mit dem Scrollrad. Und wo ihr seid, könnt ihr hier sehr schön erkennen. Ihr seid so dieser Maus-Dingsbums. Ne? So, wir verlegen uns. Wir klicken dann hier auf Verlegen und wir wollen zum Hauptgate. So, und wir klicken dann einfach hier drauf und gehen auf Einsatz und dann spawnen wir halt am Hauptgate. Und ja, welche Klasse sollten wir am Anfang spielen? Ich habe angefangen, oder man fängt halt gerne mit den Sanitäter oder den Ingenieur an. Warum? Weil es halt ziemlich viele Punkte gibt und einfach, es ist einfacher, um halt die ersten Punkte zu kriegen. Und ihr habt hier halt so eine medizinische Laser-Wiederbelebungs-Gun. Und hier habt ihr auch so eine Art Gun. So. Ihr könnt halt Sachen hiermit zum Beispiel, können wir dann einfach mal auswählen, können wir dann so die Sachen halt wieder heile machen. So auch mit Panzer, Fahrzeugen, so Geschütztürme und mehr. So. Ja, mit dem Sanitäter könnt ihr dann, können wir auch nochmal ausprobieren, können wir halt zu einem hingehen und den halt heilen. Und mit Rechtsklick können wir dann ihn wiederbeleben, nur er ist halt nicht tot. Ja, und somit kriegen wir halt schnell und relativ gute Punkte, also viele. So, kommen wir zum Tipp Nummer 4. In den Kampf gehen zu Fuß ist ein bisschen lame, also da braucht ihr halt eine Weile und somit drückt ihr einfach mal M und geht dann auf Verlegen, können wir machen, so dann können wir uns hier ungefähr immer Pi nach Daumen aussuchen, wo wir spawnen können, oder wir machen es einfacher und gehen einfach auf Kampf beitreten. Und somit spawnen wir dann auch hier, wo unsere Member auch sind, in den meisten Fällen, auch nicht immer. Ja, da hören wir schon im Hintergrund die Action. So. Jetzt nochmal Live-Bilder auf jeden Fall am Start, wie wir dann die Leute wiederbeleben. Einfach hier, okay, er ist einfach mal weggespawnt. Er hat einfach mal nicht gegönnt. Ehrenlos sowas. So, hier. Heilen und dann kriegen wir hier unsere ersten Punkte, was ziemlich gut ist.
So, hier ist noch einer. Zack. Hier ist noch einer. Oh, hier ist einer. Tot. Ja. Zack. Und mit der F-Taste könnt ihr alle heilen. Okay, ich bin jetzt kurz gestorben. Vom Sniper. Man kennt ihn. Wenn wir jetzt F drücken, dann können wir andere heilen. Somit könnt ihr das gut erkennen. Ja. Die sind dann alle ein wenig grün. Alter, ja, wahrscheinlich. Ja, fängt schon gut an. Noch eine. Also komm. Naja, so kann es auch gehen. Gut. So, kommen wir zum nächsten Tipp. Und zwar die ganzen Punkte, die wir im Spiel kriegen. Wenn wir an so einen... Ja, so wir können auch einfach M drücken und gehen dann auf meinen Charakter. Und hier haben wir dann unten hier diese Punkte. Und wie wir so die bekommen und was wir so damit anfangen können, erkläre ich mal ganz kurz. Und zwar die Ehrenpunkte kriegt ihr, wenn ihr was einnimmt und ja dann oder etwas verteidigt, ne, an so Gebieten. Und dann kriegt ihr die auch. Hiermit können wir dann auch noch Sachen halt freischalten. Zeige ich vielleicht noch später. Und ja. Ja, die roten Punkte sind quasi Operationen, wenn wir dran teilnehmen. Und zwar, ihr kennt das ja wahrscheinlich dann schon, dass oben rechts so eine Zeit läuft. Und wenn wir ja halt komplett mitmachen, kriegen wir auch die roten Punkte. Diese blauen Punkte sind Punkte, die wir brauchen, wenn wir unseren Charakter spawnen oder Fahrzeuge spawnen. So, die laden sich dann später mit einer Zeit wieder auf. Ja, diese Punkte sind halt Echtgeldpunkte. Ja, die wichtigsten Punkte sind halt diese Punkte. So, damit können wir alles freischalten und aufwerten. An Waffen kaufen, aufwerten, Griff kaufen und so weiter und so fort. Eigentlich ganz simpel. So, diese grünen Punkte, die kriegen wir auch. Und ja, wir können damit halt Implantate kaufen oder herstellen, verbessern und mehr. Kann ich auch nochmal ganz kurz zeigen. Wir gehen jetzt einfach hier ran. Und hier zum Beispiel Implantat. Und ihr sucht euch halt eins aus, müsst halt lesen, was ihr braucht und könnt das dann hiermit verbessern, also aufwerten. Ja. Gut. Ja. Gut, dann werden wir mal kurz uns verlegen. So, und spawnen mal komplett zurück. So, und dann gehen wir einfach hier an diesen Globus und gehen auf Schutzzone. Ja, und renne erstmal hinten durch. Da könnt ihr schon die Symbole auch schon wiedererkennen. Auf der kleinen Minimap. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. So. Hiermit können wir halt jetzt sowas hier kaufen. Also ich habe schon zwei Sachen gekauft. Wir können das auch eine... So eine Tarnung kaufen und. Müsst ihr halt gucken, was ihr denn braucht. Und das Maximum ist halt 5000, glaube ich. Wir gehen nochmal auf unseren Charakter. Gucken nach.
maximal 5000. So, das heißt, ich müsste jetzt noch was kaufen. Und ja, das können wir auch gleich mal machen. Ja. Wir nehmen einfach ihn hier. So, haben wir freigeschaltet, können wir dann auch nutzen. Ne? Und dann haben wir jetzt noch 1500 Punkte. Ja, gut. So, hier glaube ich war nichts. Ne. So, dann haben wir hier noch was. So, das ist eigentlich erstmal unwichtig für euch. Das können wir überspringen. Aber hier können wir noch die Ehre eintauschen. Ne, hier nicht. Aber hier. Ja. Und hier könnt ihr auch schon sehen. So, wir können mit Echtgeld zahlen oder wir können mit Ehre zahlen. Und Ehre kriegt ihr halt auch ständig so dazu. Und ich hole mir einfach immer den Erfahrungsbooster für 30 Minuten. Und das können wir auch noch mal ganz kurz machen. Ich habe ja jetzt mittlerweile wieder 6000, glaube ich. Ja. So. Kaufen. Und somit haben wir das, ne? So, wir können noch mal hier kurz einmal, ja, ihr könnt euch halt aussuchen, ne, ihr könnt auch so was anderes nehmen oder so. Ja, hier haben wir so Abzeichen. Kosmetische Anzüge oder sowas. Kriegstano und so. Habe ich noch nicht ausprobiert. Und hier können wir uns noch so eine Art Upgrades holen. Ja. Gut. So, kommen wir zum nächsten Tipp. Und wir gehen einfach wieder hier hin und sagen Schutzzone und spawnen da einfach mal hin. Okay, das war das Falsche. Vorführeffekt wieder am Start. Wo ist denn hier diese komische Kugel? Und zwar Trainingslager. So. Jetzt aber. So, ja, gut, im Trainingslager können wir halt alles trainieren, so beziehungsweise schießen lernen. Ne? Und wir können hier alles kostenlos ausprobieren. Und das heißt, werden wir uns jetzt einfach mal eine Waffe holen und sagen, wir wollen ausprobieren, also nur anklicken, nicht kaufen. Und wir wollen hier ein Visier dran haben, wir wollen einen Schalli, einen Handgriff. Und eine Tarnung. Ja, die können wir uns jetzt auch einfach so zum Testen holen. Ne? Zack. Das Visier ist irgendwie scheiße. Aber ist egal. So. Ne? Können wir das alles einmal testen und zwar kostenlos. Hm. Viel besser.
So, gut. Ja, hier können wir dann auch alles mit der Mac-Einheit auch ausprobieren. Ja, was nehmen wir denn da? Zack. So, das gleiche machen wir auf den nächsten Arm auch. Oh, ich habe noch was vergessen. Zack. So, ausrüsten. Werden wir hier blockiert? Naja. Gut, dann wechseln wir nochmal. So. Ja, wir können jetzt auch noch Fahrzeuge ausprobieren. Das machen wir nochmal schnell. Und so, somit können wir auch hier auch Flugzeuge und so weiter und so fort alles einmal testen. Und ja. So, können wir ihn eigentlich testen? Nicht, ne? Oh doch, null. Können wir auch testen. So, und jetzt können wir eigentlich testen, wie so die Upgrades dann funktionieren und. Und wie viel so die Feinde halt aushalten. Ja, so weit zum Trainingslager, ne? So, ja, das waren erstmal alle Tipps. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen helfen und etwas aufklären. Ja, falls ihr noch Fragen habt, dann einfach in die Kommentare damit. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Und haut rein und ciao, ciao.